Die Anzahl der Krisen ist eindeutig größer geworden und wir müssen hier eigentlich den Pflock einschlagen mit der Ablösung des Dollars vom US-Goldstandard unter Richard Nixon. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Krisenfrequenz eine deutlich überschaubare als nach diesem Zeitpunkt. Und je weiter eben auch die geldpolitischen Experimente vorangetrieben worden sind, desto höher wurde die Krisenanfälligkeit. Wenn Zentralbanken wie die Federal Reserve unter Alan Greenspan von neuen Paradigmen fabulieren, dann ist so etwas eben Ausdruck von am Ende Fehlallokation des Produktionsfaktors Kapital, die dann Krisen zur Folge haben. Und im Endeffekt, gerade wenn wir in dieses neue Jahrtausend schauen, dann haben wir eine Krisenkonfluenz, die eben auch nicht nur sich herleitet aus dem finanzökonomischen Sektor, sondern auch aus dem geopolitischen Sektor. Denn seit 9/11 haben wir eine dramatische Entwicklung, was Regime-Change-Politiken anbetrifft, etc. pp. Also wir haben viele Hotspots. Dann hat es was zu tun mit der Veränderung der finanzökonomischen globalen Machtachse. Wenn Sie sich anschauen, 1980 Welthandel, USA wichtigster Partner. Wenn Sie sich heute das anschauen, dramatisch zugunsten Chinas sich entwickelt. Das heißt, alle diese Veränderungen der Parameter haben am Ende auch immer einen gewissen Kriseneinfluss. Ich freue mich über die Einlassung von Frau Schnabel sehr, weil es ist gut, wenn Zentralbanker sich der Realität stellen. Und wir haben, und das möchte ich zur Erklärung sagen, zwei Paar Schuhe bei der Preisentwicklung. Wir haben einmal die gesamte Preisentwicklung, Verbraucherpreise, Eurozone über 5%. Aber entscheidende Größe ist die Kernrate. Die Kernrate ist das, was eine Zentralbank wirklich beeinflussen kann. Das sind die Verbraucherpreise minus Preise für Energie, Tabak, Alkohol, also alles, was Spaß macht im Grunde genommen. Und vor dem Hintergrund müssen wir feststellen, dass diese Kernrate jetzt bei 2,6% liegt. Ja, über dem Ziel der EZB. Insofern ist das, was Frau Schnabel konstatiert, vollkommen richtig. Aber ich möchte noch einen Gedanken anbringen. Eine Zentralbank kann Kosten für Kapital erhöhen, wie es will. Den Ölpreis wird sie damit nicht beeinflussen. Und das gilt es eben auch zu bedenken. Und wenn wir hier im Westen, wie wir es derzeit tun, mit ESG-Kriterien, Investitionen in den Bereich der fossilen Brennstoffträger diskriminieren und damit vermindern, dann wird die Produktion des Westens rückläufig sein. Zusätzlich wissen wir von der Internationalen Energieagentur, dass wir bis 2050 in etwa so viel fossile Brennstoffträger brauchen werden wie derzeit. Anders ausgedrückt, mit dieser ESG-Politik, die wir umsetzen, geben wir Preissetzungsmacht aus dem Westen heraus in den mittleren Nahen Osten und auch in Richtung Russland. Und damit geht man Inflationsrisiken ein. Dasselbe gilt übrigens auch für Diskriminierung von Investitionen in die Old Economy. Denn wir brauchen doch die Old Economy in der Produktion, um überhaupt die Ziele der grünen Transition, die bei COP26 jetzt auch festgelegt worden sind, zu erreichen. Ich will damit eins sagen. Nicht nur die Märkte, sondern auch die Politik bestimmen hier über den zukünftigen Pfad der Inflation, der Preisinflation, bei uns im Westen. Und wenn wir die Wege, die wir jetzt gehen, weitergehen, dann liegt Frau Schnabel vollständig richtig, von einem erhöhten Preisinflationsanstieg auszugehen und sich dem zu stellen. Ich möchte aber noch einen Gedanken. Wir müssen diese Welt umbauen. Wir haben die globalen Konjunkturprogramme zu 150 Milliarden Euro Programm. Wir haben das US-Infrastrukturprojekt. Dann haben wir noch nationale Projekte dazu. Dann die grüne Transition, die die Privatwirtschaft verpflichtet, den neuen Regularien zu entsprechen und damit den gesamten Kapitalschock einmal zu erneuern oder sogar zu ersetzen. Wenn wir diesen Prozess, der getragen ist von erhöhten Rohstoffpreisen, jetzt auch noch durch erhöhte Kapitalkosten begleiten, dann setzen wir eigentlich einen zusätzlichen inflationären Impuls. Und das gilt es dabei auch zu beachten. Das heißt, das eine, was ich will, das andere, was ich muss. Und wie erreiche ich Ziele pragmatisch? Und für mich ist der Mangel an Pragmatismus im Moment ein potenzieller Inflationstreiber. Ich möchte noch eine Abstraktion geben, gerade im Hinblick auf die Lohnpreisspirale. Fakt ist, der Produktionsfaktor Arbeit hat in den letzten 30 Jahren nicht reüssieren können bei der Partizipation an der Produktivitätsdividende, sondern das ging seit 1990 maßgeblich zugunsten des Produktionsfaktors Kapitals. Und dadurch haben wir die Ungleichheitsdebatte und es ist wichtig, jetzt wieder ein Equilibrium zurückzuschwingen, damit auch die gesellschaftliche Stabilität, die auch die Grundlage wiederum ist für die ökonomische Stabilität, erhalten wird. Deswegen halte ich diesen Weg für vollkommen angemessen und richtig.
Aber, und jetzt kommt wieder ein Aber, und das ist in meinen Augen das Interessanteste, was aber jetzt nicht kurzfristig wirkt, aber mittelfristig. Lohnpreisspirale wird ein Stück weit greifen. Ich sehe jetzt aber keine Inflation wie in den 70er Jahren. Das sehe ich nicht auf uns zu kommen. Aber im Rahmen der Industrie 4.0, 5.0, 6.0, der Digitalisierung, werden viele, viele Arbeitsplätze auch wegfallen. Wir haben, und das ist ein deflationärer Impuls, auch mittellangfristig für die Arbeitsmärkte. Das heißt, im Moment ist es gut, dass wir die Lohnpreisspirale ein Stück weit laufen lassen, um mehr Gleichgewicht für Gesellschaft, Ökonomie zu etablieren. Aber eigentlich ist alles, was wir tun im Rahmen dann der digitalisierten Welt, eine Entwicklung, die durch Fortschritt, durch Effizienzsteigerung eben einen deflationären Impuls wieder auslösen wird. Von daher ist für mich auch die Konstellation, die wir haben, nicht vergleichbar mit 60er, 70er Jahren oder 80er Jahren, sondern wir sind heute in einem ganz anderen Produktzyklus, der viel schneller läuft und der viel schneller Effizienzen produziert, als das wir aus der Vergangenheit kennen. Und deswegen auch ein Überschießen der Zentralbanken vor diesem Hintergrund, so wie unter Paul Volcker als Beispiel, als er Zentralbankchef der Federal Reserve war, im höchsten Maße unwahrscheinlich. Ich möchte ganz kurz auf die Lieferketten eingehen. Ich sehe das Problem ähnlich, aber ich sehe es sogar noch persistenter. Warum? Die Weltwirtschaft hat weltweit riesige Auftragsbestände abzuarbeiten. Das haben wir in Deutschland, höchster Indexstand der Auftragsbestände jemals seit 2015, 25% oberhalb des Niveaus von vor Covid. Und das ist kein deutsches Phänomen, das ist ein internationales Phänomen. Der Mangel an Produktionskapazitäten, auch wenn sie jetzt latent erhöht werden, wird uns begleiten, weil die Dynamik, die dahinter steht, in meinen Augen relativ hoch ist. Also ich sehe eine relative Entspannung, aber keine große Entspannung. Ich sehe uns dieses Problem erstmal bis 23. Ich möchte ein Wort noch zur Stagflation sagen. Ich lehne diesen Begriff kategorisch ab. Ich bin nahezu bösartig dabei, weil eine Stagflation bedeutet eben nicht nur ein konjunkturelles, eine zögerliche konjunkturelle oder negative Entwicklung, sondern sie ist immer definiert durch zunehmende Arbeitslosigkeit und bei Inflation bei einer abnehmenden Wirtschaftsdynamik. Und tut mir leid, die Wirtschaftsdynamik läuft im Rahmen des Potenzials dessen, was möglich ist, was die Lieferketten hergeben. Die Arbeitsmärkte sind red hot, wie der Engländer zu sagen pflegt. Wir haben die Arbeitslosenquote der Eurozone jetzt bei 7,2%. Das All-Time-Low war bei 7,1%. In den USA sind wir 0,2%, bei 3,9%, 0,2% über dem All-Time-Low. Und überall gibt es eine Mitarbeiternachfrage. Ich spreche mit Unternehmen, die sagen, Volker, ich könnte 6 Schichten fahren. Ich kann es nicht, weil ich kriege keine Leute. Also wir haben diese Stagflationsdebatte bedient ein Thema im Vergleich zu den 70er Jahren, das überhaupt nicht vergleichbar ist. Wir reden von Stärke, die die Wirtschaft begrenzt. Das ist ein ganz neues Phänomen, so wie wir es im Grunde genommen seit Dekaden nicht gekannt haben. Also Sie sehen mich deswegen auch positiv, denn was viel zu wenig diskutiert wird, ich habe es vor wenigen Tagen im Webinar mit den großköpfersten Leuten, die wir in Deutschland haben, diskutiert, war auch die Konjunkturdebatte. Und da habe ich nur gesagt, Leute, wir haben nicht nur das Grundrauschen der Weltwirtschaft, das ist ein Wachstum um 3%. Wir haben Aufholeffekte aus einer Unterinvestition der letzten 4 Jahre auf globaler Ebene. Das arbeiten wir gerade ab. Wir bekommen zusätzlich die globalen Konjunkturprogramme staatlicherseits. Und wir bekommen als weiteren Impuls über Regulierung die grüne Transition, die die Privatwirtschaft in die Erneuerung des gesamten Kapitalstocks zwingt. Also tut mir leid, so ein Szenario für Wachstum, administriertes Wachstum zu großen Teilen auch, hat es noch nie gegeben. Welche Konjunkturdebatte führen wir hier. Das heißt, die Weltwirtschaft wird im Rahmen der Lieferkettenproblematik das liefern können, was eben machbar ist, und die Nachfrage ist dramatisch. Und jetzt noch etwas zum Arbeitsmarkt. Wenn wir eben diese positiven Tendenzen haben an den internationalen Arbeitsmärkten, heißt es doch auch, dass Kaufkraft generiert wird und dementsprechend auch dann, wenn wir öffnen für Dienstleistungssektor, nochmal zusätzliche Wachstumsimpulse gesetzt werden. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen gefallen. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal hier bei YouTube, indem Sie dieses Video liken. Wir veröffentlichen täglich einen neuen Beitrag. Abonnieren Sie daher unbedingt unseren Kanal und betätigen Sie auch die Glocke, um keinen neuen Beitrag zu verpassen. Ihr Team von Finanztalk TV.